Okay, damit hat es zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit Strom. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ich hiermit anstellen kann. Kann man das jetzt aufbauen als Experiment? Nee. Angeblich soll man damit ein Experiment machen können. Nee, ne? Golf-Scorecard. Okay, also eine Runde Golf gespielt. Gibt immerhin 5 Science-Punkte. Ich leg das mal hier hin. Für den Wissenschaftler. Mal gucken, ob der damit was anfangen kann. Aber dann frage ich mich, wofür die hier gut war, wenn wir das gar nicht aufbauen können oder müssen. Dann hätten wir die Ground Station wahrscheinlich gar nicht gebraucht, ne? Wer weiß. Mal gucken, was der Wissenschaftler damit anfangen kann. Mit der Cardbox. So. Ich glaube nicht, dass das ein Wissenschaftsexperiment ist, Freunde, die Cardbox. Wenn ja, müsst ihr mir mal erklären, wie man sie benutzen soll. Ich glaube nicht, dass sie so funktioniert wie gedacht. Es wirkt nicht wie ein Experiment. So, aber Golfen ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die ganz nett ist. Und ich würde sagen, unser Wissenschaftler darf jetzt auch mal einen Abschlag machen. Schließlich soll da jeder was von haben. So. Oh, schade, kann ich nur über das Dings machen, oder? Survey Sample, Refill Sample, EFA Report. Ja, ich kann es leider nicht über das... Ich kann es nur über das Science hier in Now-Menü machen. Oder? Nee. Ah! Abschlag! Hui! Pock! Sehr schön. So, da hinten haben wir grob getroffen. Das heißt, den Golfschläger können wir jetzt nach erfolgreichem Test auch erstmal wieder reinbringen. Könnten natürlich auch mal von hier oben Abschlag wagen, oder? Schwupp. Ah, sehr schön. Gut. Store Experiments. Und dann unequippen wir das Ding mal. Und gehen schon mal wieder rein. Und dann suchen wir uns gleich noch eine neue Landeszeit, wo wir das nochmal ordentlich machen können. Und das Ganze nochmal durchfeiern. So, jetzt kommt der Ingenieur aber auch noch zurück. Gut, die Ground Station ist jetzt hier natürlich so ein bisschen verschwendete Lebensmühe gewesen. Aber schön, dass wir es probiert haben. Keine Ahnung, wie das mit der Cardbox funktionieren soll, aber tut er nicht. Tut er einfach nicht. Ist aber auch nicht so wild. Wir haben auf jeden Fall schon mal ganz gut was eingesackt. So, also hier sind wir ganz gut unterwegs gewesen und wir haben jetzt Review Stored Data. Wir haben 5 Science mit 28 oben drauf, sind wir bei 33. 80 Science, yay. Sind wir bei 113, wenn ich noch rechnen kann. Yay, nochmal 100, sind wir bei 213. 253, 260, 270, 270,5, 300.
30,5, 370,5, 400,5, 125. Wo war ich gerade stehen geblieben? 400 irgendwas, 5? Ja, also auf jeden Fall deutlich über 500. Nochmal 100. War das nicht gerade zweimal ein Surface Sample? Nun ja. Gut, ist egal. Also sind auf jeden Fall schon mal über 500 Science-Punkte. Deutlich über 500 Science-Punkte. Und jetzt fliegen wir nochmal woanders hin. Und machen das da nochmal. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch tun können. Experiments available on this vessel. Ja. Yep. Und wir wollen gerne Minmus landet. Ups. Landet. Midlands waren wir noch nicht. Flats waren wir noch nicht. Great Flats, Lesser Flats, Slopes. Also da gibt es noch ein bisschen was. Obwohl wir die großen Sachen... Great Flats, Greater Flats, Lesser Flats. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ScanSat uns nicht tatsächlich hier mal was helfen kann. Indem wir uns den Minmus mal ein bisschen genauer angucken. Ich glaube, hier haben wir bisher nur den Luschen-Scan, aber der Luschen-Scan gibt uns zumindest die Biome. Oder haben wir hier sogar schon den Multispektral gemacht? Mal gucken. Anomalien. Eine haben wir auch schon angeflogen. Okay, aber das, guck mal hier, Stings, Lowlands, Great Flats. Hier drüben ist Great Flats. Great Flats, Lowlands, Midlands. Oh, wartet mal, ist nicht Midlands auch noch komplett offen? Midlands waren wir auch noch nicht mit Mystery Goo. Was haltet ihr denn davon, wenn wir Midlands, wir machen jetzt einen Hüpfer hier rüber auf die nächste, das nächste Ding, da können wir nochmal Midlands einsammeln, dann machen wir einen Hüpfer runter in die Great Flats und wenn wir dann noch haben, rüber in die Lowlands und dann starten wir durch. Da können wir richtig absahen. Also das wäre jetzt als Landing Target erstmal... Hey. Hallo? Toggle Waypoints. Achso, da ist er ja. Alles klar. Gut, der war noch nicht wurde mir nur nicht angezeigt. Das ist dort tatsächlich. Dann machen wir jetzt einfach einen Hüpfer nach Westen rüber. Und können da jetzt zumindest schon mal die Midlands abgreifen als nächstes. Oxidizer aus, Monopropellant aus. Und das will eigentlich auch keiner sehen. Warum ist das gerade so? So. Gut. Irgendwelche Einwände von euch? Ansonsten fliegen wir jetzt als nächstes Mal in die Midlands rüber. Und holen uns da nochmal einen Schwung Science ab. Wir müssen ja unseren Golfball weiterspielen. Keiner hat bisher geschrien, deshalb starte ich jetzt mal Richtung 270 Grad. Ungefähr. Wir brauchen auch nicht allzu viel Höhe gewinnen. Wir brauchen eigentlich nur Entfernung schaffen. Denn es geht größtenteils bergab für uns. Und wir müssen ein bisschen Richtung Süden korrigieren. Ja, das sieht schon gut aus, das reicht. So. Dann heißt es eigentlich nur noch den Hüpfer hier rüber fertig bauen. Schwupp, das war's schon. So, das ist jetzt ein kleiner Sprung für einen Kerbel. Ich weiß, der war nicht so gut.
Tipp, 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 tipp. Gibt es hier irgendwie Science hier und Now, die man mal nebenbei erledigen kann? Dann tun wir das doch. Ah, geht auch nicht, ne? Dann wird es halt eingesammelt, da kann ich nichts. So, und das da müsste nämlich schon unser Midlands sein. Hier ist jetzt nochmal Lowlands, hier hätten wir landen können, aber ich hatte gedacht, das ist jetzt einfach effizienter, wenn wir uns höhentechnisch so Schritt für Schritt runterarbeiten. Dass wir einfach jetzt erstmal den Hüpfer auf die Midlands machen, dann springen wir runter in das Becken und dann ist ja der Sprung rüber in die Lowlands hoffentlich nur noch ein sehr, sehr kleiner. So, und hier müssten wir jetzt eigentlich dann unsere Landung machen gleich. Huch. Vielleicht machen wir auch das SRS mal mit an. Schadet ja nicht, habe ich gehört. So, wir haben noch Höhe. Und wir sind Slopes. Slopes ist natürlich... Ach, das sind die... Ja gut, da kann man so schlecht drauf parken. Aber wir könnten natürlich direkt an der Grenze der Slopes parken. Um uns da noch schnell Wissenschaftsdaten abzuholen. Einfach nur, weil es geht. Stop, please. Dann können wir da nämlich einmal schnell zumindest die Bodenproben und den EVA-Report per EVA abholen. Mit einem von den beiden Kerlen. Die sind nämlich auch nochmal recht wertvoll und das ist dann nicht so weit. Warum nehme ich nie Batterie mit für Länder? Das weiß ich nicht. Weil ich noch darauf warte, dass ich eine praktische Batterie bekomme. Außerdem ist es doch nicht wild. Dann gibt es die Science halt später übertragen. Also sobald wir am Mutterschiff sind, können wir ja die ganze Science auch rüberfunken. Dann tut das ja nicht mehr weh. Das sehe ich nicht so eng. So. So. Und mal wieder Touchdown. Na komm. So, haben wir das. Und nochmal. Das machen wir gleich von drinnen, glaube ich. Vorher resette ich das mal. Mit unserem Freund, dem Wissenschaftler. Schwupp. So. Einmal alles geresettet. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo war jetzt der Abgrund? Da drüben. Dann fliegen wir jetzt einmal schnell rüber und holen mit ihm da drüben den EVA-Report ab. Und die Bodenprobe. Weil das ist so leicht gemacht und ohne Treibstoff verbraucht, dass wir zumindest das auf jeden Fall mitnehmen sollten. Das sind nämlich zusammen auch nochmal locker flockig 100 irgendwas, glaube ich. Science-Punkte. Das wäre schade drum, die nicht mitzunehmen, wenn man hier direkt daneben parkt. Und da sind wir auch schon bei den Slopes. Das ging noch fix. Knapper Kilometer. So, einmal EVA-Report, 40 Science und ein Surface Sample. Und das ist sogar 200 fast. Meine Güte. Okay, das für 200 Science war das eine sehr einfache Entscheidung, hierher zu düsen. So, jetzt packen wir das einmal am Gefährt aus und holen uns noch einen EVA-Report und eine Bodenprobe von dem Midlands.
Und dann geht's auch schon weiter in die Great Flats. Hahaha. Also wenn wir das alles wiederholt bekommen... Oh, wir müssen noch dran denken, dass wir einmal golfen, ne? Einmal zumindest golfen. Ach, na gut, muss man gelandet sein. Sinnigerweise. Golf-Scorecard. Yep. So, also einmal kurz abpacken, damit wir die neuen EFA-Reports machen können. Store. So. Zack. Surface Sample. So, dann haben wir die auch. Gut, und dann können wir jetzt hier einmal die komplette Wissenschaftsbank nochmal abfeuern. Jawohl und raus damit. Jawohl und raus damit. Lasern und die speichern wir. Temperature Scan speichern wir auch. Pressure Scan speichern wir auch. Mystery Goo wird auch noch gespeichert. Und dann last but not least die Material Study auch noch mit reinnehmen. So, dann haben wir hier nochmal das komplette Programm auf den Midlands. Und jetzt geht's als nächstes in Richtung der Great Flats. Und dann machen wir das aber gleich so, dass wir wirklich an der Grenze, ja, das ist zu den Lowlands landen. Da. Okay. Mal gucken, wie das aussieht. Dann können wir da hoffentlich beides relativ schnell nebeneinander machen. Ohne nochmal groß Sprit rauszuheizen. Und dann gucken wir mal, wo wir Delta V technisch und zeittechnisch stehen. Wenn es soweit ist. Und der Sprung ist relativ exakt wieder Richtung Westen und dem Ernie eine gute Nacht. Der hat sich nämlich gerade verabschiedet. Und ist raus für heute. Und wir machen hier aber nochmal unseren kleinen Hüpfer fertig. So, da kommt nichts, was uns gefährlich wird. Diesmal müssen wir ein bisschen Richtung Norden drehen. Es wird wahrscheinlich überall funktionieren, wo hier dieser Übergang ist, aber jetzt haben wir uns für eine Stelle entschieden, jetzt fliegen wir da auch hin. So, das soll es gewesen sein, das heißt wir haben immer noch 955 Delta V im Tank, nach der Landung wahrscheinlich nochmal ein bisschen weniger, aber hey, irgendwas ist ja immer. So, nebenbei gucken wir nochmal, ob uns hier noch irgendwie was blüht, das tut es tatsächlich. Alles aufheben. Alles aufheben. So. Das sind aber auch schon... Nee, das sind noch Slopes. Alles klar. Dann kommen jetzt gleich noch die Great Flats. Und... Great Flats. Oh, sehr schön. EFA-Report haben wir ja auch noch nicht gemacht. Na dann ran, würde ich sagen, ne? Zack. Zack. Gut, und dann können wir uns mal langsam auf die Landung vorbereiten. Sehr schön, hier direkt in der Bucht drin, dann irgendwie den Übergang hier rein. Da bin ich mal gespannt, ob das hier nicht auch noch ein eigenes Biom ist. Ein bisschen noch.
Okay. Ich hau mal das Triebwerk an, damit wir rechtzeitig stoppen. So könnte das ganz gut klappen, glaube ich. Echt? Ich kann die Daten splitten. Ach so. Below partial. Aha. Schöne Idee. Können wir mal probieren. Die Multispektralanalysen gingen eigentlich auch nicht. So. Ah, tatsächlich hat funktioniert. Ah, sehr schön. Nettes Feature. Dankeschön für den Tipp. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. So, das sind jetzt die Great Flats. Das heißt, wir sind so gut wie da. Jetzt mal ein bisschen den Speed nach unten raus, also den Vertical Speed, sodass wir noch ein bisschen randriften können an den Übergang. Das sieht doch alles ganz nett aus. Das sind die paar Meter darüber zu gehen. So. Gut. Gut, gut, gut. Wir sind im Landeanflug auf die dritte Site. Das heißt, wenn ich das richtig überschlage, müssten wir, wenn wir an jeder Site genauso viel Science wieder einsammeln können, jetzt mittlerweile mit der dritten Site so langsam relativ entspannt die 2000 Science Data durchbrechen. Und ich habe gehört, dass hier direkt das nächste Biom ist. Ich glaube, den Hüpfer machen wir dann noch. So, wir machen wieder unseren kleinen Ausflug zum Golfen primär. Schwupp. Also erstmal die wichtigen Sachen. Abschlag. Dann erzählen wir nochmal, wie es hier so ist und nehmen uns noch ein bisschen was vom Dessert mit. Und dann gehen wir mal unseren wissenschaftlichen Aufgaben nach. Aber nur, damit wir nachher wieder ein bisschen mehr Zeit zum Golf haben. Es ist total witzig, mit so einem Golfschläger über Minmus zu laufen. Den nehmen wir ab jetzt überall hin mit, habe ich beschlossen. Golfschläger ist ab jetzt Standard-Equipment unserer Raumforschungsgeschichten. So, das ist alles vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt einmal... Wie machen wir das? Wir gehen das Zeug abgeben, dann gehen wir rein und dann machen wir direkt den Hüpfer rüber, würde ich sagen. So. Schwupp. Huch. So. Zack. So, dann einmal alles scannen und dann gibt's noch die nächste Site. Das kommt schon mal raus. Das kann auch schon mal raus. Laser Surface Scan. Das kann dann jetzt auch raus. Temperature Scan behalten wir. Atmospheric Pressure Scans behalten wir. Mystery Goo behalten wir. Und Material Study behalten wir auch. Wenn sie mal fertig ist. So, wir sind übrigens mittlerweile bei 400 übertragenen Science-Punkten. Und was ist hier? Achso, ah, too boldly go, da waren wir auch noch nicht. Great Flats.
Sehr schön. Ja, wir können gleich mal die Daten durchgucken. Machen wir aber dann nach dem letzten Biom. So, kleiner Hüpfer jetzt in Richtung Westen, aber so wirklich kleiner Hüpfer. Denke mal fast, dass das reichen wird. Mal gucken. Dass wir in die Lowlands kommen. Und dann können wir mal gucken, ob noch was in greifbarer Nähe ist. Ich meine, wir haben immer noch 752 Delta V. Wir müssen uns aufheben. 240 oder so. Ja, 240 sage ich jetzt mal. Sehr großzügig gerechnet, also eher so 200. Um in den Orbit zurückzukommen. Na, wann kommt hier nächste Biom? Ich lade wieder die einzelnen Folgen auf YouTube hoch. Das letzte Mal mit der ganzen Folge in einem hast du, das war nur, weil ich in Urlaub gefahren bin und keine Zeit hatte, alles zu schneiden. Aha, Lowlands. Diesmal wird geschnitten. Das heißt, ich werde morgen, also wahrscheinlich heute Abend, die erste Folge noch fertig machen. Die ist dann morgen ab um 10 verfügbar. Und dann kommt jeden Tag eine neue Halbstundenfolge für Hardcore-Colonization? Ja, Hardcore-Colonization raus, genau. Ich komme schon durcheinander mit den ganzen Seen. So. Also dann quasi Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils eine Folge. So, wir landen in den Lowlands, um unseren nächsten wissenschaftlichen Großerfolg zu feiern und einen Golfabschlag zu machen. Schwupp. Und natürlich wird es wieder vom Wissenschaftler durchgeführt. Dafür ist er ja der Wissenschaftler. Ja. Okay, ist equipped. Ich würde sagen, den Abschlag machen wir heute mal von hier. Oh, hier habe ich schon mal ein Surface Sample genommen. Das ist ja langweilig. Okay, hier waren wir schon mal. Lahm. Das war nur wegen den Experimenten nicht so dolle. Ja, das sollten wir uns wirklich nochmal ein schönes anderes Biom suchen. Oder wir haben natürlich auch noch eine Anomalie. Da könnt ihr jetzt mal sagen, wir haben jetzt die Variante, also wir können auf jeden Fall noch eine Landung machen. Es gibt noch eine Anomalie. Wir haben ja hier diesen Monolithen gefunden. Da würde ich mal gucken, da habe ich eine Fahne hinterlassen. Das weiß ich, welche das nicht ist. Und es gibt noch eine zweite Anomalie. Wir könnten zu der zweiten Anomalie fliegen. Oder wir suchen uns noch ein Biom, bei dem wir überhaupt nicht waren. Also gibt entweder die Wahl Biom oder die Wahl Anomalie. Legt los. So. Zack. So, jetzt können wir hier mal alles einsammeln und mal das, was schon raus kann, senden. Keep, keep, keep. Das kann raus. Keep, keep. Raus. Keep, keep, keep. Raus. Keep, raus. Keep, raus. Keep, keep. Raus. Raus, keep, keep, raus, keep, 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 raus. Meine Güte, raus, behalten, 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 raus, behalten, behalten. So, wir haben einmal Biom, zweimal Biom, 1, 2, 3, 4, 5 Mal Anomalie. Ja, ich glaube, das klingt nach Anomalie. Vielleicht haben wir Glück und die Anomalie steht in einem anderen Biom. Da oben ist der Monolith. Das heißt, wir müssten das auf der Karte auch sehen können, dass da irgendwie eine Flagge ist. Okay, das heißt, da waren wir schon. Das heißt, da wäre noch eine Anomalie anzugucken. Das wollte ich jetzt nicht. Man kann auch irgendwie.
Wie war denn das nochmal? Also einen richtigen Waypoint erstellen. Nicht nur so, sondern auch so richtig Waypoint-mäßig. Irgendwie ging das doch. So, naja gut. Wird aber auch so gehen, weil ich müsste es ja jetzt auf der Karte sehen. Ach, Kacke, das ist natürlich auf der Nachtseite, ne? Das ist ja so richtig auf der anderen Seite. Was ist denn da für eine... Was ist denn da für eine Dings? Was ist da für... Highlands waren wir jetzt natürlich schon. Okay. Das wird natürlich knapp vom Treibstoff her. Wir müssen relativ exakt Richtung Osten mit einer kleinen Abweichung nach Norden starten. Das kriegen wir hin. Noch die Frage, so rum oder so rum? Es ist minimal kürzer, wenn wir so rumfliegen. Ich könnte natürlich auch oben drüber fliegen, ne? Einfach über den Nordpol gehen. Wir nehmen die Osten-Variante. So. Also Osten mit minimaler... Mit minimaler Korrektur nach Norden. Das müsste eigentlich hinhauen. So. Bisschen mehr korrigieren noch. Na? Oh, das wird ganz schön knapp, Delta V-mäßig, ne? Machen wir hier das Manöver am höchsten Punkt. Zack. Dings. Okay, aber das, ich denke, das kriegen wir noch hin mit der Landung. Müssen wir nur noch sehen, dass wir die Anomalie auch echt treffen. Im Dunkeln. So. Gut, da ist unser Manöver. Das sind 6 Sekunden Burntime in 8 Minuten. Das heißt, wir lassen uns jetzt erstmal steigen, bis wir eine gewisse Höhe haben. Und wir haben jetzt mit rausübertragen schon mal 700 Science nach Hause gebracht. Aber da ist natürlich einiges in unserem Länder drin. Das heißt, wir sollten es nicht verkacken. Auf gar keinen Fall sollten wir das. So, und jetzt machen wir unser Manöver. Also ich denke mal, die Landung an der Anomalie, die machen wir heute noch. Wir hatten ja auch ein bisschen Unterbrechung durch den Internetausfall und dann ist aber gut. Und dann schauen wir mal, ob das im nächsten Zug dann noch reicht, um zurückzukommen. Jupp. Bisschen noch. Dreht sich ja auch noch weiter. So, was schreibt ihr schönes? Kraken, was? Robert ist schon in der Krankenbeschwerer. Moment, bitte was? Bitte was, was? Bitte was? Verstehe ich nicht. Du musst mir schon etwas mehr Inhalt vermitteln.
So. Strom sieht okay aus. Also unsere Dings funktioniert noch. Ich bin kein Krankenbeschwörer, nein. Das, dafür habe ich Personal. Das macht der Idel bei mir. So, letzte Korrekturen für den Endanflug hier. Dass wir auch wirklich unsere Zielposition treffen. Wer weiß, wie klein diese Anomalie ist oder wie groß. So, ich fahre schon mal die Beine aus, damit ich es nachher nicht vergesse. Das frisst ja kein Brot. Und jetzt noch kurz einen Schluck Wasser, bevor wir hier den letzten, die letzte Landung des Abends machen. Das war ja heute quasi Fließbandlandung. Wir haben ja... Was haben wir jetzt? Das ist jetzt die vierte Landung? Ich glaube, ne? Vierte Landung, die wir heute machen. Nicht schlecht. Puh, das war ein bisschen viel. Sieht aber gut aus. So. Okay. Wirklich sehr gespannt, was da ist. Kann man schon irgendwas erkennen? Ich sehe noch nichts. Also hier müsste es irgendwo sein. Aber ich kann tatsächlich bisher nichts erkennen. Links ist was Kleines Schwarzes. Ich kann echt noch nichts erkennen. Ah, da. Da ist was, ja. Könnte ein Monolith sein, ne? Ziemlich klein, ja. Ziemlich, ziemlich klein. Das ist jetzt grob nördlich von uns. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, von der Größe her könnte ein Monolith sein, tatsächlich. Ein schwarzer. Gute Augen, Dralu. Sehr gute Augen. Für einen Mann deines Alters. Endlich mal jemand, zu dem ich das sagen kann. Okay. Von der Landung her wird es hier wahrscheinlich... Okay, doch. Hier gibt es sogar noch was. Wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel Science geben. Und wir haben dann noch 240 Delta V. Wir müssen noch ein bisschen was wegbremsen. Ja, also wir werden es gerade so in den Orbit zurückschaffen. Und wahrscheinlich zum Docking, wenn ich mich nicht total doof anstelle. Hä? Ach so, shit. Was ist denn hier los? Ich war noch im Orbit-Mode. Warum sagt denn keiner was?
Warum sagt denn keiner was? Das wäre beinahe schief gegangen. So, das hat uns jetzt natürlich nochmal ein bisschen Delta V gekostet. Naja, im Zweifelsfall müssen wir mit dem Rucksack rüberfliegen. So. Gut, das heißt, wir haben. Oh, da hinten war es, ne? Kann es so schlecht sehen. Da. Okay, da ist irgendwo der Monolith. Das heißt, wir schicken jetzt unseren Wissenschaftler mal noch los. Mit seinem Golfschläger dieses Wunderwerk der Technik zu untersuchen. Also, ich meine den Golfschläger. Wollen wir nochmal gucken, dass wir die richtige Richtung erwischen. Meine Güte, der ist aber auch schwer zu sehen. Irgendwo da hinten, ne? In so leicht nördlicher Richtung. Da. Los geht's! Licht ist an, ja. Am Helm, aber viel heller als das ist es jetzt gerade auf Minmus nicht. So, was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben einen strangen Monolithen entdeckt. Okay, wir sind also nah genug dran, um ihn entdeckt zu haben. Da hinten kommt er. Wenn wir nah genug dran sind, dass unsere Lampen auch funktionieren, dann werdet ihr auch noch mehr davon sehen. So, Spannung, Spannung, Spannung. Der Minmus Monolith Nummer 2. Der zweite, den wir entdecken zumindest. Mal gucken, ob der uns auch noch science-technisch ein bisschen was bringt. Bremsen. So, da wären wir. Der Monolith. Unsere zweite Anomalie auf Minmus, die wir besuchen. Zusammen mit all den leckeren Forschungsdaten, die wir heute geholt haben. Und jetzt lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, von dieser Anomalie aus oben eine Runde Golf zu spielen. Denn dafür sind wir hier schließlich hergekommen. Aber einmal gucken wir ihn uns natürlich erstmal an. Ein wundervoller, glattgeschliffener, schwarzer Monolith. Mit einem Affen drauf. Dem Squat-Äffchen. So. Ab. Nach oben. Damit wir eine gute Abschlagsposition haben. Und ich würde sagen. Oh. 4. Okay. Sehr schön. Pock einmal abgeschlagen. Und jetzt fliegen wir noch wieder zurück, damit ich nicht nachher im nächsten Stream den Länder suchen muss. Und dann ist für heute erstmal Schluss mit Hardcore Colonization. Ich glaube, das hat uns einen ganz guten Schwung Wissenschaft gebracht. Die werden wir in der nächsten Folge dann, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, auch noch erfolgreich nach Hause bringen. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Vielleicht kriegen wir sogar noch diese andere Mission hin, indem wir diese blöde Antenne wieder repariert bekommen. Und dann haben wir eigentlich eine gute Grundlage, um uns mal ein bisschen was freizuschalten noch im Kolonisierungsbereich und an der Moonbase weiterzubasteln, wo ja die ersten beiden Module schon draußen stehen. Da würde ich jetzt gerne dann auch weitermachen, nächste Folge. Das heißt, wir schließen in der nächsten Folge die Minmus-Mission ab, holen unsere leckeren, saftigen Wissenschaftsdaten rein
Und sehen dann zu, dass wir das Ganze möglichst schnell in eine Mondbasis umwandeln. Wie genau die Timings am nächsten Wochenende sind, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil wir werden ja am Freitag um 18 Uhr diesen Spezial 2000 Abonnenten Monster-Livestream machen. Vielleicht bin ich danach auch tot, dann hat sich das eh erledigt. Aber auf jeden Fall wird das die Zeitpläne ein bisschen verschieben, weil ich natürlich damit am Freitag und am Samstag nicht Hardcore Kerbal oder Hardcore Colonization streamen kann, sondern diesen Spezial-Livestream mache. Das heißt, es wird entweder darauf hinauslaufen, dass das wieder so Sonntags- und Montagsaktion wird oder sich das noch ein bisschen anders verschiebt. Da sage ich dann aber im Nachhinein nochmal was zu. Ich werde jetzt erstmal ganz optimistisch sein und Hardcore Colonization auf Sonntag 15 Uhr legen. So ganz gemütlich mit einer Tasse Kaffee in der Hand, die ich dann wahrscheinlich auch brauchen werde. Nach der Freitags-Samstags-Aktion. Aber wenn sich das nochmal ändert, dürft ihr bitte nicht böse sein, weil das kann ich jetzt einfach noch nicht so genau sagen. So, wir sind wieder im Länder. Wir haben einen riesigen Sack voll Wissenschaftsdaten mit dabei. Das heißt, es darf nichts schief gehen auf der Rückreise. Und deshalb machen wir die Rückreise auch erst beim nächsten Mal, weil heute geht irgendwie alles schief. Immer mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und einen guten Start in die Woche. Und wir werden uns sicherlich im Laufe der Woche auch vor dem Freitag nochmal sehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.